Hey Leute, willkommen am Dienstag, den 30. Mai. Wir sind auf dem Weg nach Berlin und wir sind gleich da. Berlin, Motherfucker! Und immer noch der unübersichtlichste Bahnhof, von dem ich jemals war, sind wir ehrlich. Ich werde trotzdem die Nacht erstmal noch ein bisschen hier bleiben. Wir haben jetzt kurz nach 1. Bis so 5 würde ich gerne noch hier in der Umgebung chillen, einfach weil ich mich am Bahnhöfen nachts sehr wohl fühle. Ja? Und tagsüber, weil ich nicht geschlafen habe, gucke ich dann, ich kann mich an den Park erinnern, als ich letztes Mal hier war, werde ich mal schauen, ob ich da einen geilen Schlafplatz finde. So schön in der Sonne wegknicken, knacken. Und ja, ich habe mir die Video- und Audioqualität angesehen. Ich will mir ja diese eine Vlog-Cam jetzt schon ein bisschen länger holen. Das wird auf jeden Fall gemacht werden, auf Dauer. Also auf Dauer heißt, von der nächstmöglichen großen Geldquelle, die ich bekomme, wird die gekauft. So, ich chill jetzt ein bisschen draußen vom Bahnhof. Ich muss sagen, ich bin in den letzten Wochen und Monaten schon eine ziemliche Family-Friendly Water für wegen Monetarisierung Schlappschwanz geworden. Ja, es ist nicht so, dass mir kalt ist, aber es ist auch nicht angenehm. Und das, obwohl wir 10 Grad haben, einfach. Naja, wird schon. Wird schon. Ich habe gerade so Probleme mit den Sehnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach so ist, wegen dem Licht im Zug vielleicht. Oder weil ich ein bisschen wenig geschlafen habe. Aber ich habe das, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber wenn ich mich auf was fokussiere, sehe ich das nicht so gut. So wie wenn man in die Sonne guckt und dann irgendwo hinguckt. Wisst ihr, was ich meine? Fahre Rolltreppe rauf und runter, weil das Spaß macht. Übrigens, Burger King hat ja einfach zu nachts. Es ist einfach die Hauptstadt, der Hauptbahnhof und der Burger King hat nachts zu. Wo bin ich hier gelandet? Bei der Assis? Kann ja wohl nicht sein. Einfach Hinterwäldler, die Hauptstadt. Einfach Hinterwäldler. Wo hat, also, jetzt mal ehrlich, was für ein Burger King hat überhaupt jemals zu? Das habe ich noch nie gesehen. So Leute, ich sehe Rettung für unser Land. Meckes hat offen in der Hauptstadt nachts. Ich bleibe hoffnungsvoll. Leute, der Boss hat Mülltonnen geplündert und guckt mal, was er gefunden hat. Eine Pfandflasche, Bitches. Er sagt doch, das Geld liegt auf der Straße und manchmal liegt es auch im Müll. Aber jetzt mal ernsthaft, wie kann man an. Die war wirklich, die lag ganz oben drauf, wie kann man an sowas vorbeigehen? Ich verstehe es nicht. Andere Frage, die ich auch nie verstehe, ist, warum gibt es Flaschen, die aussehen wie Pfandflaschen, aber keine Pfandflaschen sind? Ergibt in meinen Augen keinen Sinn. So, warum nicht überall Pfand? Ey Leute, hier ist noch was drin. Ich weiß schon, warum ich aufgehört habe, meine Reisen zu vloggen. Ich werde da immer asozial. Aber ey, bei dem ganzen Pfand, was hier rumliegt, werde ich mir später auf jeden Fall ein Frühstück gönnen. Leute, ich weiß, es ist dumm, sich über sowas zu freuen, aber ich freue mich voll. Hier sind einfach zwei Krombacher Dosen im selben Dings direkt. Das heißt einfach 50 Cent hier. Easy Money, Real Life Money Glitch. Geil. Na komm, Leute, wenn ich euch schon zeige, wie ranzig ich bin, dann auch richtig. Ich habe eine Dönerbox gefunden, die ist halb voll, also da ist noch Pommes drin. Bis zur Hälfte. Ist noch frisch. Aber ich werde nicht die Gabel benutzen. Ja, wir wollen es ja auch nicht übertreiben mit der Ranzigkeit, ne? So, Fritten sind leer. Quasi, sind ein bisschen drin, aber verzichte ich jetzt drauf. Ich bin voll. Damit hat sich Frühstück auch erledigt. Übrigens die Cola, die ich gestern gefunden habe. Wer das Video von gestern gesehen hat, der weiß welche. Jetzt mal ehrlich drauf geschissen, habe ich mir jetzt auch gegönnt. Ein bisschen Zucker braucht doch jeder. So, Leute, wir haben jetzt kurz nach 2:30. Mein Rucksack ist voller Pfand. Mein Bauch ist gut gefüllt. Ich würde sagen, ich lasse mich jetzt auf dieser Banksitz-Dings hier nieder und schlafe noch ein Stündchen zwei. Ja, dann suchen wir später, wenn Sonne aufgeht, den Park, wo ich hin will. Mache dann ein richtiges Schlafnickerchen, Isomatte hin. Ja, jetzt knall ich mich erstmal hier hin. Süße Träumchen. Perfekt, ihr seht es gut. Ich wollte nur zeigen, hier ist dieses Spiegelhaus, was ich letztes Mal, als ich hier war, schon angeguckt habe. Und jetzt laufe ich hier ein bisschen rum, es wird langsam hell. Geschlafen habe ich aber nicht wirklich. Das holen wir gleich nach. So, Sie kriegen hier die exklusive Meinungen-TV-Führung von der U-Bahn-Station Bundestag. Sie sehen da Gebäude. Cool, ne? Was soll ich sagen, was ich labern soll? Ich laufe ja gerade einfach ein bisschen gelangweilt rum. Ich finde es ja faszinierend, dass einfach unsere Hauptstadt nachts leer ist und hier nichts los ist.
Das finde ich ein bisschen belastend. Was sagt das über das Land aus? Was sind denn wir für Spießer? Da hinten sind Wassersprengler. Die haben hier auch alles nass gemacht. Alle Bänke nass. Dabei hätte man sich hier voll cool hinlegen können. Blöde Wassersprenger. So Leute, damit wir es auch wieder drauf haben fürs Video. Brandenburger Tor. Ja, ich frage mich halt immer noch, was soll ein Tor ohne Mauer und vor allem, naja, ohne Tor, ne? Ich verstehe den Sinn hinter diesem Bauwerk nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist aber nicht wichtig. Ist einfach da. Ist auch voll sinnlos da. Führt nicht mal eine Straße durch, weil da so Poller vor sind. Naja. So Leute, wir haben jetzt kurz vor 6. Ich habe eine Stelle gefunden, wo Sonnenschein ist, tatsächlich auch auf dem Boden. Hier in dem Park, wo ich gerade bin, der ist hinter dem Brandenburger Tor, pennen tatsächlich mehrere Leute. Ja. Und ich gönne mir jetzt hier einen schönen Platz, wo nichts auf dem Boden ist, mache da meine Isomatte hin und lege mich da nieder in der Hoffnung, dass die Sonne mich später richtig fett wärmt und ich trotzdem keinen Sonnenbrand bekomme. Ja, wir haben kurz vor 6. Ich brauche mindestens 6 Stunden Schlaf eigentlich, um fit zu sein. 4 tun es im Zweifel auch. Ich mache mal einen Timer mit 7 Stunden. Weil ich will 14 Uhr, muss ich auf jeden Fall wach sein, weil ich 14 Uhr live gehen will. Ja. So, da ist es mein Schlafgemach. Es ist lange her, dass ich so gepennt habe. Es soll heute nicht regnen. Deswegen bleibt die Plane drin, wenn es doch regnet. Ey, ich bin so am Arsch. Aber scheiß drauf. Erstens, ich glaube, ich liege in der Nähe von der Hundewiese. Hier sind relativ schützige mit dem Hund. Habe so eine Stunde geschlafen, anderthalb, zwei. Mit diesem Baum da habe ich mir den schlechtesten Platz ausgesucht, um mich hinzulegen, wenn ich die Sonne haben will. Durch den schlechtesten. So, ich bin jetzt einfach aufgestanden und ein Stück in die Sonne gegangen, weil ich gerade tatsächlich ein bisschen Wärme haben will. Meine Füße sind nämlich ein bisschen kalt. Ich bin gerade wach geworden. Ich hatte abartigen Krampf in der Wade. Das war nicht mehr feierlich. Da machen Leute Yoga. Cool. Nach anderthalb Stunden in der Sonne pennen, möchte ich einfach mal loswerden. Ich wäre doch lieber im Schatten geblieben. Oh. Leute, wisst ihr, man könnte aufstehen und sich aus der Sonne raussetzen, wenn es zu warm ist. Oder man macht so wie ich. Ich bin mir nicht sicher, wie gut man das jetzt gesehen hat, aber ja, ich bin eine faule Sau. So Leute, ich stehe hier gerade an einem Baum. Da hinten ist mein... Da ist mein Schlafplatz. Ich habe gerade mit der AOK telefoniert wegen meinem Krankengeld. Gibt wohl Probleme, weil mein Arbeitgeber die nötigen Daten noch nicht geschickt hat. Ja. Darf ich noch ein bisschen warten. Supi. So, ich lege mich jetzt aber auch hier in Schatten und mache nochmal ein Nickerchen. 3 Stunden Schlaf sind ausreichend. Aber ein bisschen mehr wäre schon geiler, ne? So, wir haben 2 Euro Pfand. Ich würde sagen, da kriege ich ein solides Mittagessen hin. Der hat leider nicht alle Pfandflaschen genommen. Und ich habe leider keinen Löffel dabei. Also habe ich voll Lust auf Pudding gerade. Gucken wir mal, was ich finde. So Leute, die hier haben nur 1,35 gekostet. Das heißt, ich bin sogar im Plus. Aber ich habe diesmal kein Besteck mitgenommen, weil ich dachte, brauche ich nicht. Die hatten Dosenravioli. Ich hätte so Bock auf Dosenravioli gehabt. Ich habe gerade schon einen gefressen, aber hier für die Aufnahme. Damit ihr auch seht, wie ich reinbeiße. So, damit ihr auch wisst, dass ich euch nicht verarsche, ja. Gerade Müll weggeworfen von einem so einer Schnittenmilch-Dings. Direkt nächste Pfandflasche gefunden. Das Geld liegt wirklich nicht nur auf der Straße, sie packen es dann sogar in Boxen ein. So Leute, in 20 Minuten bin ich live und ich muss vorher dringend kacken und pinkeln. So, und deswegen muss ich zum Bahnhof, weil da sind Züge, wo ich das kann. Jetzt muss ich auch zum Bahnhof Könnemal für 20 Minuten, das ist stressig, weil hinlaufen ist zu weit und Busse und U-Bahn und was es hier nicht alles gibt in Berlin, ganz verwirrend. Lustigerweise ist der nächste Zug, der kommt, der nach Magdeburg, genau der, mit dem ich gestern auch hergekommen bin. Ja, da gehe ich jetzt rein, gehe ich kacken, fahre ein paar Stationen, bis ich mit Kacken fertig bin und fahre wieder zurück und dann geht's live. Je nachdem, wie gut das Netz im Zug ist, gehe ich vielleicht auch schon so im Zug live. Jetzt ist es später. So Leute, ich habe den Stream jetzt abgesagt und ich werde das jetzt spontan halten. Übrigens, wir fahren gerade Richtung Frankfurt oder. Für die, die es interessieren. War irgendwie spontan, weil ich auf Klo musste und jetzt bleibe ich einfach hier. So Leute, ich bin Frankfurt oder. Ist cool. Ja, der Zug fährt jetzt wieder zurück gleich. Ich
Ich bleibe einfach drin. Ich bin gerade eingepennt. Ich bin gerade noch ein bisschen. Ja, ich glaube, ich penne noch mal ein. Hab gerade ein Gespräch von zwei Pfandflaschensammlern mitbekommen. Ich bin offenbar nicht der Einzige, der beim Reisen gerne mal sammelt. Und ich habe herausgefunden, die machen das so 4 Stunden am Tag und was die da so rumkriegen. Die haben noch mal ein bisschen besseren Schnitt als ich. Die kommen sogar fast auf Mindestlohn. Irgendwie ist da ein bisschen Ehrgeiz geweckt, das zu übertreffen. Naja. Ich mag Leute mal nicht gleich. Übrigens, ich weiß nicht, hatte ich das gerade schon gesagt, dass ich jetzt wieder zurückfahre nach Berlin, einfach damit ich nochmal pennen kann, nochmal ein bisschen Schlaf kriegen. Ich sag so, das 50-Euro-Mieteticket ist auf jeden Fall lohnt. Ich habe seit der Cola heute den ganzen Tag nichts getrunken und gestern eigentlich auch quasi nichts, wo ich nur aus der Flasche bei habe. Ich gehe mal ein bisschen was trinken. Das wollte ich euch auch nochmal sagen. So Leute, ich habe mich gerade entschieden, spontan doch nochmal nach Hause zu fahren heute, weil ich Bock habe zu zocken. Ich will aktuell für meine mentale Gesundheit nur das machen, worauf ich Bock habe. Und gerade habe ich Bock zu zocken. Gut, es dauert noch 5 Stunden, bis ich zu Hause bin, aber dann kann ich zocken. So Leute, erstmal, ich bin mit der Audio unzufrieden in den Videos. Wird echt Zeit für ein Upgrade. Ich kann halt leider kein externes Mikrofon am Handy nutzen, weil da die Buchse kaputt ist an meinem Handy. Das ist belastend. War am überlegen, vielleicht irgendwas mit Bluetooth zu machen oder so. Mal sehen. Oder halt die neue Vlog-Cam, aber die ist halt teuer. So, was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt in Magdeburg. Ich werde mal gucken, ob ich was zu snacken finde. Und vor allem, ich hatte ja diesen Wadenkrampf heute Morgen. Ich hoffe, ich habe euch das erzählt und habe es nicht vergessen. Jetzt nach der längeren Zugfahrt habe ich richtig Schmerzen beim Auftreten. Aber es ist nicht. Okay, ich habe öfters Wadenkrämpfe mal, das passiert. Aber es ist nicht unten, sondern es ist wirklich so unter der Kniekehle fast. Das tut echt weh. Ich hoffe, ich habe da nicht irgendwie im Halbschlaf mich irgendwie verdreht oder so und da ist irgendwas kaputt. Das wäre echt belastend. Ich habe mir Knusperflocken geholt fürs Gemüt. Wer das Video von gestern gesehen hat, den Vlog, der weiß, dass ich auf das Zeug stehe und das aber selten bei uns in den Automaten drin ist. So, ich habe jetzt noch so eine Stunde, bevor ich in Braunschweig bin. Die nutze ich mal für ein Nickerchen. Das ist der Schmerz im Bein, das ist gerade abartig. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Aber nur beim Bewegen oder Belasten, Gott sei Dank. Also entweder haben wir hier Stromausfall oder der Braunschweiger Bahnhof ist noch trauriger als der Berliner Bahnhof. Ich habe Schmerzen in meinem Bein, es wird wirklich immer schlimmer. Ist auch drucksensibel. Ich werde mir später mal angucken, ob ich irgendwas Blaues oder so. Aber ich will jetzt irgendwas zu fressen, damit ich wieder glücklich bin. Und hier gibt es nur Süßigkeitenautomaten, aber ich glaube, der Mc's könnte auffallen. Aber sonst hier alles zu einfach schon. Selbst der Rossmann. So Leute, scheiße teuer, einfach 4 Euro. Aber ich habe jetzt einen Cheeseburger ohne Gurke und einen Chicken Burger. Und danach geht es mir wieder happy. Ey, es gibt eine Aufnahme, die ist nicht veröffentlicht worden, weil ich sie vergessen habe zu speichern. Aber da lief genauso ab wie heute. So, ich habe ein Wehwehchen, mir geht's nicht gut. An dem Tag war ich krank. Und instant Motivation geht runter. Ich hole mir was zu essen und heule nur noch rum. So, ich habe die beiden Burger jetzt verdrückt. Ehrlich gesagt geht es mir jetzt beschissener als vorher. Jetzt bin ich nämlich urplötzlich müde auch noch. Und nicht nur Schmerzen. Ey, das wäre so einfach, wenn ich nach Hause müsste. Aber ich muss nach Hause. Nicht nur, weil ich zocken will. Ich habe jetzt auch das Problem, dass ich Klamotten regeln muss. Und ja. Jetzt hätte ich gesagt, so okay, Braunschweig cool, knall ich mich irgendwo hin, schlaf ein bisschen. Aber ich muss jetzt tatsächlich auch nach Hause. Super. Der Zug ist gerade ein bisschen belastend, weil der Zug sich alle 2 Sekunden gefühlt dafür entscheidet, ein anderer Zug zu sein. Also ein anderer RE. Mit einer Nummer, einem anderen Zielort. Das ist ein bisschen blöd zur Orientierung. So, jetzt geht es nach Bielefeld, noch eine halbe Stunde im Zug und dann muss ich da 4 Stunden warten. Mal gucken, ob ich einen Livestream mache, weil die Busse fahren dann erst morgen früh irgendwann wieder ab 5 Uhr. Bisschen belastend, naja, ist halt immer so. So zwischen 2 und 5 in der Regel ist immer wenig los beim Zugverkehr. Ich habe die Abmod vergessen, wir haben jetzt schon den nächsten Tag hier Abmod, Ciao, Like, Video, ihr wisst schon.